noch eine Stunde. So, herzlich willkommen hier auf Madagaskar. Es ist echt krass, irgendwie so ein Gefühl, dass man jetzt auf Madagaskar ist. Man kennt das so aus Kinderfilmen, irgendwie dieser Film Madagaskar. Und jetzt ist man selber zum ersten Mal hier. Hätte ich nie gedacht, dass ich jemals hierher komme. Es ist extrem warm, wir wollen mal schauen, was wir so machen. Wir mussten erstmal, wir haben ungefähr eine Stunde gebraucht, um vom Schiff überhaupt hier auf den Parkplatz zu kommen. Außer durch das Hafengelände, wenn alle natürlich drängeln und jeder will von Bord und es wird geschubst und kleine Shuttlebusse und all sowas. Es war ein bisschen anstrengend. Jetzt sind wir erstmal hier und werden mal schauen, ob wir irgendwie einen Ausflug bekommen oder irgendwie sowas in die Richtung. Wir sind bis, ich glaube, 16:30 müssen wir da alle an Bord sein. Und mal schauen, was wir so von Madagaskar zu sehen bekommen. Viel Spaß euch. So, wir stehen mittlerweile immer noch auf dem Parkplatz. Wir sind schon ein paar hundert Meter weiter vorwärts gekommen, aber wir haben jetzt ungefähr anderthalb Stunden hier gestanden, viel verhandelt und wie gesagt, wir stehen immer noch hier. Könnte man sich nicht vorstellen, wenn man das Auto von außen sieht, dass so viele Menschen da reinpassen. So, wir sind jetzt in diesem Lemurenpark angekommen. Das sind irgendwie so spezielle Affenarten, ich weiß nicht genau. Mal schauen, was das ist. Die Strecke war relativ interessant, es waren ungefähr 7 Kilometer, für die wir eine Dreiviertelstunde gebraucht haben. Einzigartig intensiv, passt in diesem Fall wirklich. Kannst du sehen? Mhm. How does it work? Eine Pflanze, die sich bewegt. Wenn du die anfasst. Ja, das ist die Mimosa. Mimosa. Ja, Mimosa. Ja. Die sind zu faul. Die sind AIDA-Tourist irgendwie. Einfach nur in der Sonne liegen, nichts tun. Ja, genau. So, wir sind jetzt in diesem Lemurenpark ein bisschen unterwegs gewesen, haben ein paar Tiere gesehen. Das ist eigentlich ganz lustig, so süße kleine Viecher, die irgendwie nur im Baum liegen und schlafen. Also eigentlich genauso wie ich, nur dass sie einen Baum haben. Das ist natürlich extrem voll hier mit AIDA-Touristen. Das ist auch irgendwie so die einzige Attraktion hier in der Nähe. Aber wenn alles klappt, machen wir gleich so eine kleine Bootstour mit so Paddel. Das wird hoffentlich sehr spannend. Allerdings wird man paddeln müssen, das heißt mit Filmen wird vielleicht nicht ganz so einfach, aber vielleicht sieht man noch irgendwas Spannendes. Und es ist echt warm, ey. Ich sterbe gleich, meine Güte. Aber es ist auch schön hier. Ja. Oh, komm mal, guck mal. Was war das? Wo? War da eine Schlange? Nein, der war eine so lange Reptil. Leguan. Aber richtig lang. Leguan. Oh, die finde ich toll hier. Das ist sehr schön. Salama. So, wir haben jetzt eine kleine Boottour gemacht und laufen jetzt mit unserem Guide zurück durch den, keine Ahnung, Park, Dschungel, was auch immer das ist. Schauen wir mal, was Spannendes sehen. Kamera abhauen.
But it's not for eating. Das machen wir den auch, ja? Häng halt die Hand nochmal hin. Nimm sie nochmal weg. Ja. Schmeckt die mal da. Ja, sehr gut. Zack. In meinem Reiseführer steht, dass die Altstadt sehr schön sei und der Strand keinen Schatten bietet. Achtung, die 50 Meter. Hast du mal den Geheimnis? 800 Meter. 800 Meter. Eine Stunde. So, wir machen gerade einen kleinen Zwischenstopp in der Stadt, gucken uns ein bisschen hier mal die Häuser an, aber es hat wirklich alles sehr, sehr arm. Das ist schon fühlt sich sehr unangenehm an. Wir sind halt mit einer Gruppe unterwegs, die wollen das jetzt schließen, uns einfach mal angucken, wo wir hinkommen. Mal schauen. Hallo. Da muss aber noch ein bisschen üben. Gleich wäre die Brille kaputt. Ich habe auch meine Brille, habe ich auch. So, wir sind wieder zurück am Schiff und ich muss sagen, es war ein sehr eindringlicher Tag, glaube ich, kann man sagen. Es hat ja angefangen damit, dass wir erstmal 1,5 Stunden gebraucht haben, um überhaupt ein Taxi zu finden oder einen Bus eben. Wir waren insgesamt dann mit 13 Personen unterwegs. Sind dann zu diesem Lemurenpark gefahren. Schon auf dem Weg hat man einfach festgestellt, wie arm dieses Land einfach ist. Also die Hütten, in denen die gewohnt haben, einfach aus Holz zusammengebaut.
die Kinder, die auf der Straße gestanden haben und gebettelt haben, das war einfach, man dachte, ich habe mich schon damit ein bisschen gedacht, dass man sich an diese Verhältnisse gewöhnt hat, so aus den anderen armen Inseln, in denen wir waren. Aber das war nochmal eine echt krasse Nummer. Dann der Lemurenpark war richtig schön, es lief irgendwie so ein bisschen Musik, Tanz, wir haben diese Bootstour gemacht. Es gab Ananas und eine Cola dazu, das war schon echt schön. Dann eben der Rückweg wieder durch dieses Gebiet, durch diese kleinen Dörfer auf dem Land. Und dann wollten wir noch zur Stadt. Eigentlich wollten nur mein Vater und ich dahin und die anderen Gäste wollten das gar nicht, aber wir haben sie ein bisschen dazu überredet. Und waren dann in dieser Stadt und wirklich viele waren nach 5 Minuten so, nee, wir wollen wieder weg, das ist ja alles nur hässlich und schmutzig und so. Und ich fand das tatsächlich ganz schön, weil die Menschen, glaube ich, zum ersten Mal wirklich gesehen haben, wie die Welt anders von diesem Kreuzfahrtschiff aussieht. Wir leben hier auf dem Luxusschiff mit All-Inclusive-Buffet und Essen und Getränke. Und da hat man zum ersten Mal gesehen, wie es den Menschen wirklich geht. Überall war Müll und die Menschen hatten wirklich gar nichts, haben gebettelt, sind hinterhergelaufen, haben irgendwie versucht, was zu essen bekommen. Wir haben, als unsere Wasserflaschen leer waren, haben sie die genommen und haben sich so drüber gefreut. Und sind wir dann noch zum Abschluss des Tages noch an den Strand gefahren und haben unser restliches Essen verteilt. Und die Kinder haben so gelacht und sich gefreut darüber. Das war einfach, man wird einem nochmal bewusst, wie gut es einem geht. Und ich muss ehrlich sagen, man hat sich sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie man sich selber so verhält und was vielleicht so mit Dankbarkeit und sowas, wie das angebracht ist. Aber ich muss sagen, das war wirklich ein sehr eindringlicher Tag, aber auch sehr schön. Ich bin fast froh, dass wir jetzt wieder weiter können. Einfach, dass man irgendwie ein bisschen das vergessen kann, obwohl das auch nicht richtig ist. Aber einfach nochmal die Zeit genießen und sich einfach darüber bewusst sein, wie gut es einem noch geht. Und das, glaube ich, sollten wir alle mal machen. Ich habe heute gelernt, dass es auch anders aussehen kann und hoffe, dass ihr vielleicht ein bisschen was mitnehmen konntet durch mein Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich glaube, es wird Richards Bay in Südafrika. Bin gespannt, was uns da erwartet und dann sehen wir uns in 3 Tagen, glaube ich, wieder. Watch out, watch out!